wenn jemand keinerlei Verwandtschaft im Westen hatte, ersten Grades, also Eltern, Kinder, Geschwister, die kriegten die Genehmigung, auch auf der Ostsee Regatten zu segeln, rund Bornholm oder also auch außerhalb der Drei-Meilen-Zone der DDR. Und das waren nicht alles Genossen. Ich war ja auch keiner, ne? Und viele andere auch nicht. Und dass auch nur Genosse mit an Bord waren, das hatte sich aber ergeben, weil der eben zur Mannschaft gehörte, auch nicht etwa, weil er an der Partei war. Das heißt, Sie konnten auch also richtig weit segeln? Sicher. Ich bin zu DDR-Zeiten mit eigenen Booten, sind erst später entstanden. Es gab gleich nach dem Kriege, nach 5 Jahren, nach dem Kriege, in den 50er Jahren, sind ja einige Boote noch aus der Kriegszeit in Berlin oder in Rostock noch, die gab es ja noch, die wurden wieder aufgemotzt und die segelten dann herum. Und da gab es Leipziger ältere Herren, die die Gelegenheit nutzten und haben sich dann bei den Berliner Sportfreunden oder bei den Rostocker Sportfreunden angedient und sind dann mit denen gesegelt. Und die haben dann zu uns, die wir am Stausee in Leipzig segeln, gesagt, wir brauchen eine eigene segelnde Yacht. Naja, da haben wir erst mal so gemacht. Und dann sind doch 50 Leute zusammengekommen, die wir dann so ein Dings gebaut haben. Den Rumpf, der wurde nur ein Stahlrumpf in einer Werft gebaut, aber wir haben das alles selbst ausgebaut. Das war auch eine interessante Sache, da habe ich mich auch mit hineingekniet und gehörte aber keiner Partei an. Das war nicht nötig. Und das war so ein Projekt von 50 Leuten, die von allen verschiedenen Ecken kamen? Ja, da waren Handwerker drunter, Betriebsleiter, Postbeamte, Friseurmeister. Also alles runter, wer also am Segeln, wer sowieso ein eigenes Boot hatte am Stausee. Das war so ein künstlich angelegter See, der heute trocken liegt, weil dort die großen Tagebau in der Nähe geflutet worden sind. Ja, das waren also auch interessante Zeiten. Und da hat man auch wieder gewusst, da musste man wissen, wie man die Anträge schreibt und wie geschickt man das und wie man das formulieren muss, damit das also wie eine Trainingsfahrt aussieht und wie eine Regatta und so. Und dann konnte man sogar, wer in einem volkseigenen Betrieb arbeitet, kriegt er sogar eine Freistellung. Da hat er noch ein Stückchen Urlaub, 14 Tage Urlaub dazu gewonnen, wenn es eine sinnvolle sportliche Betätigung war. Und wenn die Anträge so ausgefüllt waren, dass es sehr sinnvoll klang, wurde das auch genehmigt. Das heißt, man musste vorher einen Antrag schreiben und darin begründen, wohin man fahren wollte auf der Ostsee? Ja. Wie sah sowas zum Beispiel aus? Zum Beispiel Pass- und Meldewesen PM18. Das war also ein kleiner Arschwisch, ein kleiner Zettel. Und dort, den kriegte man dann auf Antrag ausgestellt im Frühjahr. Im Herbst hat man das die Anträge gestellt. Und da konnte man die Drei-Meilen-Zone der DDR besegeln. Das bedeutet also, drei Meilen sind ungefähr reichlich 5 Kilometer. Und so weit reichten aber auch die Scheinwerfer, die an der Küste. Und wenn man nachts draußen gesegelt war und die Scheinwerferbesatzung meinte, da müssen wir gucken, was da ist. Das weiße Segel glänzte dann im Scheinwerferlicht. Und dann die Yachten aber, die nun an Regatten teilgenommen haben, zum Beispiel die Leipziger Yacht ist fast zu jeder Regatta gestartet, die kriegten dann als Auszeichnung auch noch Auslandsreisen. Die gingen natürlich nicht nach Schweden, nach Dänemark, in das NSW, das nicht-sozialistische Wirtschaftssystem, sondern die gingen eben nach Polen oder nach Russland. Und da habe ich mehrfach unsere Yacht nach Memel, das hieß damals, heißt auch heute noch Klaipeda, oder heißt wieder Memel, kann sein, naja, oder Riga gesegelt. Und wir sind dann natürlich auf der freien See gewesen. Wir hätten jederzeit in einen westlichen Hafen um Asyl bitten können. Und das habe ich eben nicht gemacht. Ich hatte zu Hause eine Familie, einen Handwerksbetrieb, 2 Kinder. Ich wäre doch nicht so blöd und lasse meinen Betrieb zu Hause.